Ich hatte ja sowieso vorgehabt, ein Regenvideo mit der Hero 9 zu machen und zu testen, wie sie sich da dabei im Lassen schlägt. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich rausgegangen hier bei uns. An der Nordseeküste. We just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. GoPro Hero 9 kann ich jetzt natürlich trotzdem weiterführen, da die ja wasserdicht ist. So, machen wir dann hier in der Zwischenzeit damit auch noch ein paar Aufnahmen und den Selfies hin. Ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen, da der Ton natürlich direkt von dem Mikrofon der Hero 9 abgenommen wird, da ich noch kein externes Audio-Modul für die Hero 9 habe, muss ich mich damit jetzt mal so behalten. Linke Seite die Schule, Realschule. Und dann hier auf der rechten Seite kommt dann so die gefakten Tonaufnahmen, die unechten Tonaufnahmen, die ich ja auch in Tokio versucht habe hinzubekommen mit meiner Osmo Pocket 1. Schön im Hintergrund. Feuerwehrfahrzeug. Das macht eigentlich auch schon Spaß, so eine Aufnahme mal zu probieren. GoPro Hero 9 Drohnen folgt noch. Ich hatte ja sowieso vorgehabt, ein Regenvideo mit der Hero 9 zu machen und zu testen, wie sie sich da dabei im Lassen schlägt. Dass ich das jetzt halt schon mal ein bisschen vor. Ampel ist grün. Wie gesagt, der Regen hat jetzt sogar etwas zugenommen, was mich aber nicht davon abhält, schon weiterzugehen und mit der Hero 9 ein paar Regenaufnahmen zu machen. Ich möchte dabei halt dann auch testen, wie der Ton ist, wie die Audioqualität sich verhält, dass sich die Tropfen darauf bilden. Hier haben wir wieder den kleinen Teich. Das heißt, das ist eine andere Beke. Nicht dieselbe, nicht wie in dem anderen Video da hinten. Okay. Gut. Bin ich wieder zu sehen? Ja. Und so kann ich natürlich auch wunderbar erkennen, wie das Bild ist, weil die Hero 9 mir den guten vorderen Monitor bietet. Ob alles in Ordnung ist, ob die Aufnahme sauber läuft, ob die
die Linse irgendwie beschlagen ist oder sich Regentropfen, mehrere Regentropfen darauf finden. Kann ich euch mal den Fischer zeigen mit seinem Fang. Der hat sich da einen schönen großen Fisch geschnappt. Und hier im Hintergrund könnt ihr dann halt das Denkmal sehen von dem Fischer mit seinem Fang. Bisschen weiter. Unechten Runenschutt. Schauen wir das. Hinter mir befindet sich dann auch das City Center. Das ist auch so ein kleiner Einkaufsmall hier. Ziemlich unbelebt. Da ist nicht sehr viel los. Gut. Das war der Fischer. Dann gehen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Dahinter mir kommt auch tatsächlich schon wieder die Sonne raus. Hier ist auch die ganze Woche Wochenmarkt sozusagen. Ich brauche wirklich noch einen Adapter für ein externes Mikrofon für meine Hero 9, damit ich auch die beste Tonqualität rausholen kann, wenn ich damit so wie jetzt unterwegs bin. Die Mörder Steinstraße seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Unsere Einkaufsstraße. Jetzt wird auch wieder der Wind etwas heftiger. Ich hoffe, dass meine Puschel noch weiter eine gute Arbeit machen. Wenig los, gehe ich mal weiter. Ich bin jetzt auch schon wieder am Laden zu. Es ist nicht leicht, Cuxhaven gute Geschäfte zu machen. Ja, ich habe heute halt einen Brief einzuwerfen. Den frankiere ich jetzt erstmal. So. $0.80. So, dann wird das hier ausgedruckt. Quittung brauche ich nicht. Dann die Marke daraus. Briefmarke, hält ich die an und auf den Brief damit. Okay, dann werfen wir das jetzt an. Das ist der Briefkasten und da kommt das jetzt hinein. Ja, dann ist das unterwegs. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt.